Hallo Leute, besucht mich doch mal auf meiner neuen Webseite www.frankstoner.tv. Dort warten noch viel mehr Folgen von Stoner Frank und Frei. Und jetzt viel Spaß bei der Sendung. Leute, willkommen bei Nuoviso zu einer weiteren Ausgabe von Stoner, Frank und Frei. Und heute wirklich ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt. Ich habe euch ja in einer der letzten Folgen über meinen Guru erzählt. Ein Premium-Kraftort, ein heiliger Berg in Südindien, Arunachala. Und das Thema heute ist verknüpft mit dem. Es geht wieder um einen Kraftort, einen Kraftort in Europa. Und es ist ein Ort, der in meinem Leben eine ganz große Rolle spielt, an dem ich auch mehrmals war. Der auch gerade in dieser Reisezeit, wo ich in Indien war, auch eine Rolle gespielt hat. Und wir wollen heute über diesen Kraftort reden und auch über den Prozess, den dieser Ort auch in uns auslöst. Wenn ich jetzt von wir spreche, dann bin ich jetzt nicht in den Plurales Majestätes gefallen, sondern zu dem Thema habe ich mir einen Gast eingeladen und wahrscheinlich die beste Frau, die man zu diesem Thema auch bekommen kann. Und sie ist nicht nur auch eine wirklich Kennerin von diesem Ort. Es geht um Delphi in Griechenland, das Orakel von Delphi. Sie ist eine Kennerin, auch tief verwoben mit der Kraft von diesem Ort. Und ich freue mich ganz besonders, weil sie ist auch die Frau an meiner Seite, die Frau meines Lebens. Shanti, willkommen zurück bei Nuoviso. Hallo, schönen guten Tag, da bin ich wieder. Da bist du wieder und fühlst dich wohl, alles gut? Studio wie gehabt? Alles beim Alten, ja. Alles wie gehabt. Schön hier zu sein. Ja, freut mich sehr. Wir sprechen heute über Delphi. Ja. Und ich meine, Delphi ist echt ein Riesenthema für uns und für dich vielleicht noch mehr als für mich, obwohl ich auch echt schon eine tiefe Connection habe. Aber es ist eben auch ein Thema, was viel zu tun hat mit Weiblichkeit, mit Pythia und so weiter. Und ich würde sagen, vielleicht mal so zur Einleitung, lass uns überhaupt mal Delphi vorstellen. Wo ist Delphi? Das Orakel von Delphi. Als Kind habe ich das schon immer gehört und wusste gar nicht, was ist das überhaupt? Ja, stimmt, gehört hat es wahrscheinlich jeder schon mal, den Begriff, das Orakel von Delphi. Aber ja, da gibt es viel zu erzählen. Da kannst du auch gerne anfangen, wenn es jetzt so ums Geografische geht oder so. Ja, Delphi. Ich habe ja auch hier ein paar Bilder haben wir auch dabei. Delphi ist eine Kultstätte in Griechenland am Fuße des Parnassgebirges. Und das ist schon mal eine interessante Location, also die auch in der griechischen Mythologie eine große Rolle spielt. Und tatsächlich ist es auch eben bei diesem Delphi-Thema so, es verschwimmen auch Mythologie und eigenes Erleben. So ähnlich wie auch bei dieser Indien-Geschichte ist es hier auch. Ja, Delphi ist dort am Parnassgebirge in Griechenland. Und in der Antike, zur antiker Zeit, war es das vielleicht bedeutendste Orakel in Europa, wo Leute aus der ganzen antiken Welt, Griechenland, später auch Rom, hingekommen sind, um sich von dem Orakel einen Ratschlag zu holen. Und was ist überhaupt das Orakel? In Delphi war es so, und springst sofort ein, wenn ich irgendwie wichtige Punkte vergesse oder da falsch komme. Aber es hat angefangen mit dem, es geht wirklich um den Ort Delphi. An diesem Ort ist ein Riss im Gestein, das ist auch eine echt besondere Landschaft dort, halt alte Erde. Und das ist so ein Riss im Gestein und aus dieser Felsspalte, wenn du willst, da geht eben die Geschichte, dass da früher gewisse Dämpfe ausgeströmt sind aus der Erde. Und diese Dämpfe sollen wohl eine Art berauschende Wirkung gehabt haben oder wie auch immer gewisse mediale Leute in einen Zustand versetzt haben, in dem sie, ja, das ist natürlich die Frage, in dem sie kommunizieren, mit wem, das müssen wir noch genauer reden. Aber die Story geht erstmal, dass sie mit Apollon, dem Gott Apollon, sprechen und sozusagen ein Medium darstellen. Und dann den Willen oder die Aussage von Apollon dann für den Menschen übersetzen. So. Und oh, jetzt ist uns gerade die Kerze ausgegangen. Ja, da müssen wir noch eine reinlegen. Ja. Aber die Dämpfe steigen aus. Aber die Dämpfe steigen aus. Tatsächlich, ja, genau. Aus dem Kristall raus. Okay, na gut. Lassen wir es mal so. Naja, und es ist bekannt, da sind Leute, eben wirklich mächtige Leute, also Könige und einflussreiche Leute sind dorthin. Und haben sich dort das Orakel sprechen lassen. Es ist berüchtigt auch gewesen für seine Zwiedeutigkeit,
vielleicht am bekanntesten ist die Geschichte von, ich weiß es gar nicht mehr, wer es war, ein Grieche, der vor der Frage, Krösus was Krösus? Wenn du das meinst, was mir gerade in den Sinn kommt, dann war das Krösus. Ja, lass mal, der hatte so die Idee, einen Feldzug zu führen gegen die Perser. Ja. Und hat dann das Orakel vorher befragt, ob das eine gute Idee ist. Oder so. Und das Orakel hat, glaube ich, so sinngemäß den Spruch gegeben, wenn du diesen Krieg anfängst, wirst du ein großes Reich zerstören. Und er hat gesagt, hey, super Sache, weißt du, das ist im Segen mit den Göttern, lass uns die Perser überfallen. War aber ein Fehler, denn die persische Armee hat sich ja stärker herausgestellt und das große Reich, was dann zerstört wurde, war sein eigenes Reich. Also so typisch so diese Doppeldeutigkeit. Und der Ort Delphi ist heute, er ist dann mächtig reich geworden. Also um diese Felsspalte herum haben sich dann Tempel gebildet und die wurden immer reicher, denn die Leute, die dort hingegangen sind, man musste sich diese Orakelsprüche auch bezahlen lassen. Also es ist dann auch eine Art Priesterkaste entstanden und gewisse Machtstrukturen. Und es sind unglaubliche Schätze dann nach Delphi gekommen. Und man hat dann dort alle möglichen Stadtstaaten, so der Griechen, die Korinther, die Athener und so weiter, haben sie dann gegenseitig übertroffen in schöne Tempelbauen dort vor Ort und Votivgaben und so weiter. Und so, es ist ein wirklich reicher, mächtiger Ort geworden. Heute eines der bekanntesten touristischen Orte, würde ich auch sagen, Griechenland. Großer Zaun drumherum. UNESCO, Weltkulturerbe steht drauf. Über UNESCO haben wir auch schon mal gesprochen. Aber der Ort ist immer noch da. Ne? Und wir beide, wir haben ja diese Indienreisen gemeinsam gemacht, wo ich euch letztens erzählt habe, Aruna Challa. Und zumindest, du warst ja vorher schon mal in Indien, aber als wir beide gemeinsam gereist sind, es waren zwei Reisen nach Indien und beide Male waren wir direkt davor, quasi unsere letzte Station war Delphi. Ja, schon außergewöhnlich, ne? Und da ist es schon seltsam, ja. So. Und lass uns mal darauf kommen, so vielleicht einfach mal start mit unserer eigenen Erinnerung. Wie ging es dir, weil du bist auch feinfühlig für diese Dinge, wie ging es dir, als du nach Delphi gekommen bist? Vielleicht ein bisschen anders als dir, weil ich da immer ein bisschen fernab von all diesen historischen Fakten bin. Von denen ich zum damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt heute anders, aber zum damaligen Zeitpunkt, als wir das erste Mal hin sind, gar nicht so viel wusste. Also wahrscheinlich auch nur die Informationen hatte, die jeder andere, man hat es halt mal gehört, das Orakel von Delphi, viel mehr wird es damals nicht gewesen sein. Und wir sind ja dann da in diesem Gelände, das ist ja ein relativ großes, weitläufiges, wie gesagt abgesperrtes Gelände rumgelaufen und wir waren ja auch zu dritt damals, ne? Ein genau. Freund von uns war noch dabei und sind dann teilweise auch alleine, also jeder für sich halt dort rumgelaufen. Und jetzt so die reinen Fakten, sage ich mal, das, was halt da noch an Ruinen steht, ist jetzt nicht das, was mich großartig beeindruckt hätte oder irgendwas in mir ausgelöst hätte. Aber ich kann mich genau erinnern, als ich genau dorthin gekommen bin. Und zwar ist das der ehemalige Apollon-Tempel. Das ist der zentrale Tempel. Das ist der zentrale Punkt, um den es in der Zeit ging, als es Apollon-Orakel war. Wir können dann auch noch weiter zurückgehen, aber zu der Zeit, als es Apollon-Orakel war, war das der zentrale Punkt und darin ist das Orakel gesprochen worden, was ich nicht wusste. Aber als ich dort hingekommen bin, und das mag jetzt für manchen vielleicht, keine Ahnung, schräg oder wie auch immer klingen, hat es mich echt in der Zeit zurückgebeamt oder wie man es auch immer beschreiben möchte. Und ich habe diese Dämpfe gerochen. Ob es nun Dämpfe sind oder was auch immer, das sei ja alles dahingestellt. Ne? Aber ich habe es gerochen, ganz klar und deutlich. Und ich war in der Zeit, als dieses Orakel aktiv war. Und ich habe auch mit irgendetwas kommuniziert, was ich zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht genau fassen konnte.
was das ist, woher das kommt, aber es war definitiv da. Und du weißt ja selber, dass wir damals auch hin sind, auch mit einer Frage, die wir hatten, weil wir uns eben auf unserer Reise nach Indien befunden haben. Und dann auch wenig später eine ganz klare Antwort kam. Und mein Erleben, das war auf allen Ebenen, also seelisch wie körperlich auch so massiv und intensiv, daran kannst du dich sicher auch erinnern, dass es mich echt in die Knie gezwungen hat und mir die Tränen in die Augen getrieben hat, ohne dass ich damals eben genau erklären konnte, was das jetzt ist. Und das war damals vor vielen Jahren, das ist ja nur echt schon eine ganze Ecke her, ein Aufhänger für mich, der sich bis heute durchzieht in meinem Leben und der ganz viele Deckel gehoben hat und ganz viel aufgebrochen hat in mir, an Erinnerung. Und du hast ja ganz tief in dir drin, du hast damit etwas kommuniziert. Und du hast es ja auch irgendwo gesehen, was es ist. Also, Das war weil dann beim tatsächlich ist, wie du zweiten sagst, Mal in ich Indien. war das erste, was ich immer sehe, oder damals, das erste Mal in Delphi war, waren wir auch gar nicht zusammen, da war ich noch ganz jung. Und da habe mich auch erstmal so die Tempel interessiert und Bautechnik und Stil, Kunst und so weiter. Weil ich da auch schon gespürt habe, was das Orakel eigentlich bedeutet, habe ich da immer noch nicht gecheckt. So. Aber dann, als wir dann zusammen waren, ja, zweimal waren wir dort, was ist das eigentlich für ein Ort? Also auf der Oberfläche haben wir die Tempel und vor allem diesen hier, eben den Tempel, der dem Gott Apollon gewidmet wurde. Aber der Ort ist ja erstmal ein Stück Natur. Und Ja. da ist ja dann diese religiöses, dieses Muster ist ja nur drüber gelegt, aber es geht ja eigentlich wirklich um diesen Ort dort. Ja. Ja, es geht um den Ort, es geht um die Erde, es geht um Mutter Erde letzten Endes oder um Gaia, wie die Griechen es bezeichnet haben. Was sich auch in der Mythologie ganz gut zurückverfolgen lässt. Also das, was wir heute kennen von Delphi, das ist ja wirklich die Zeit der griechischen Antike, als das Apollon-Orakel war. Aber der Ort und die Kraft des Ortes ist ja viel, viel älter. Und auch vorher haben dort schon Menschen gelebt und auch vorher sind dort schon Orakel gesprochen worden. Da hat noch kein Mensch an Apollon gedacht. Da gab es noch gar keinen Apollon. Da Genau. gab es dieses ganze Pantheon der Götter noch überhaupt nicht. Aber da war der Ort für die Menschen, die dort gelebt haben, auf alle Fälle auch schon genau mit der gleichen Kraft beseelt. Weil es die Kraft der Erde ist, die kommt aus der Erde. Für mich hat sich die Kraft beim zweiten Besuch in Delphi als Schlange dargestellt, als weiße Schlange, nachdem ich sie gefragt habe, was sie denn ist. Hat sich mir als weiße Schlange gezeigt. Und das passt ja auch irgendwie zu dem Bild oder zu der Mythologie von Gaia und auch zu der Geschichte, wie Apollon dann irgendwann gekommen ist und Python getötet hat. Und Python ist nun mal eine Schlange. Python, genau, der Name sagt schon. Also, und die Priesterin, und da gehen wir noch, kommen wir noch genauer dazu, waren ja auch man hat die ja die Pythia. Ja, genau. Also da schon diese Verbindung zur Schlange. Deswegen ganz interessant, weil du ja diese Dinge gar nicht wusstest, aber trotzdem schon das Bild gesehen hast. Ja. Ja? Also das ist nur so, das ist jetzt nicht eine Projektion von deinem Geist, der halt schon das im Kopf hat. Das ist vielleicht eben der Vorteil, wenn man an solche Orte kommt und nicht schon ganz viel vorher drüber Drüber weiß, dass man gelesen dann hat oder so. unschuldig Ja. kommt wie ein Kind und es Ja. dann direkt wirkt. Ja. Ja. Okay, lass uns mal, also im Grunde genommen ist es ein weiblicher Kultort. Gaia, hier, hier ist die Da Erdgöttin, ist das die ist ein Kraftort Erdgöttin. der Ja, Erdgöttin. Ja. genau so ist das, ja. Jetzt lass uns doch mal kommen auf diese Geschichte, wie sie auch in der griechischen Mythologie, wie ihr sie überall nachlesen könnt, Geschichte von Delphi, wie da dieser Apollon ins Spiel gekommen ist. Irgendwann kam Apollon. Von wo genau weiß keiner, das ist auch schon interessant. Hyperborea, also der extreme Norden, ist das Land, wo er hergekommen ist. Und Apollon gilt als der Gott des Maßes, also Maßeinheiten, Vermessungen und solche Sachen, Geometrie, wenn du willst, Maß und Licht. Und Genau, es ist ein ein männlicher Sonnengott, Gott. ja. Ja, genau. Und in der griechischen Mythologie geht eben diese Geschichte, dass.
dass Apollon dann an dieser Stelle mit dieser Erdgöttin, mit dieser Schlange gekämpft hat. Die Schlange ist ein Kind von Gaia, also ein Kind der Erdmutter. Und Apollon hat diese Schlange getötet und hat damit bestimmt, dass die Kraft dieses Ortes auf ihn übergeht, dass er sich diese Kraft zunutze machen kann. Das heißt, was wir im Grunde genommen haben, ist wie so eine Art Eroberung. Ja? Also der Ort war schon immer da, das ist ein Kraftort, ein Premium-Kraftort, wo halt eine gewisse Energie ist. Und dann kam von außerhalb kam diese Gott, die auch vom Symbol her, ein männlicher Gott, und kam und mit Gewalt, mit dem Schwert, eroberte er diesen Ort und zwingt diese Kraft, die da ist, unter seine Knute, unter seine Herrschaft. Kann man so sagen? Ja, kann man so sagen. Ja, genau. Ja. Und was sich da halt auch widerspiegelt, ist dann eben so dieser größere Konflikt männlich-weiblich. Also das ist vielleicht so der größere Rahmen, der da dahinter fällt, weil es ist eben eine weibliche Energie, die auch eben diese Energie hat des Orakelns, also einen Zugang zu inneren Welten vielleicht auch schafft. Und diese Energie wurde übernommen, kontrolliert, für eigene Zwecke in den Dienst gespannt von Apollon, der eben symbolisch ist für diese männliche Ratio, also Maßeinheiten, Mathematik, klare Ordnung und so für, weiter. Für eigene Zwecke und dann ja auf menschlicher Ebene auch für politische Zwecke. Also in der Apollon-Zeit war das ja dann wirklich ein Orakelort, der, das können wir uns heute gar nicht vorstellen, aber der einen riesen Einfluss auf politische Bewegungen hatte, auf Kriegsführung und so weiter und so fort. Und das entspringt natürlich auch diesem Ratio, diesem männlichen Denken. Ja. Also es kommt aus einer Zeit, wo die Erdmutter das Leben der Menschen bestimmt hat und den Rhythmus bestimmt hat und wo die Kraft frei fließen konnte und ist dann irgendwann gedeckelt worden, gefangen genommen worden. Und das spiegelt sich eben in der Mythologie mit dem Bild des Apollon wieder. Ja. Und die Geschichte geht zwar, die Schlange wurde getötet, aber Gaia eben nicht. Gaia kann nicht getötet werden, ja. Aber sie wurde sozusagen gefangen genommen, ja. wenn man will. Also ja. sie lebt, aber sie kann sich nicht frei entfalten, sondern nicht, die, ja. ihre Kraft wird eben von dem, was man Apollo nennt, was auch immer das genaue Symbol steht, diese Kraft wird von Apollo halt in die Richtung gelenkt, wie man es braucht. Ja. Aber eben ohne diese Erdkraft geht es auch nicht, weil dann wäre halt kein Leben möglich. Und dann wäre kein Leben möglich und dann wäre auch kein Orakel mehr möglich. Ja, die Kraft ist natürlich nicht zu töten, weil das ist alles, was hier ist auf der Erde. Ja. Weißt du, was mich das erinnert? Das erinnert mich an das scheint jetzt irgendwie abzuschweifen, aber es ist letztens dasselbe Thema. Es erinnert mich an hier dieses Kala-Chakra-Ritual, was der Dalai Lama auch gerne macht. Ja, natürlich, das ist genau das Gleiche in Grün, ja. Weil da fängt es ja an, ja. Das Erste, also das gehört schon zum Ritual, aber um das Ritual zu machen, muss man als Erstes mit diesen rituellen Dolchen, wie heißt denn gleich nochmal, da gibt es auch diese kleinen... Die Dorsche. Genau, die Dorsche, mit denen muss man erstmal an den richtigen Stellen, im richtigen Muster die Erde bannen. Also wirklich so mit den Dolchen rituell, so dass diese Erdenergie gefangen ist, ja, um dann aus dieser Energie die zu nutzen, die Kraft zu nutzen für das Ritual, was man macht. Ja. Und das ist schon so, was mir... Vielleicht kannst du ja mal bitte kurz auf das Bild umwechseln, wo der Omphalos zu sehen ist. Weil du jetzt gerade das Kala Chakra erwähnst aus Tibet. So, und jetzt guck dir mal an, was da drauf zu sehen ist. Dieser Stein ist ja auch ganz berühmt, das ist der Omphalos von Delphi, ne? Der Nabel der Welt, da gibt es auch eine Geschichte dazu in der Mythologie, wie der überhaupt dahin gekommen ist. Können wir nachher noch machen. Aber da ist ja dieses Muster drauf, ne? Und wenn du dir das im Ausschnitt anguckst, dann sieht das genau aus wie so ein tibetischer Dolch, wie so ein tibetischer Dorsche.
Ja, genau. Ne? Ja, in der Tat, könnt ihr vergleichen. Schade, haben wir jetzt gerade den Dorsch gar nicht da. Aber es geht genau um diese Gitterstrukturen, wie das hier ist. Und man könnte jetzt meinen, okay, das ist vielleicht nur eine Art Ornamentik, aber wir meinen, das ist mehr als jetzt nur halt irgendeine Art Ornamentik, damit es halt schön ausschaut, sondern das zeigt auch was. Ja, das ist was, was mich wirklich seit vielen Jahren beschäftigt, dieses Rätsel, was ist das da drauf auf diesem Stein? Die Geschichte zu dem Stein ist die, dass Zeus zwei Adler ausgeschickt hat. Der eine ist im Osten losgeflogen, der andere im Westen. Und Zeus hat gesagt, da wo die Adler zusammentreffen, ist der Mittelpunkt der Welt. Der Nabel der Welt. Der ja. Nabel der Welt. Und das war eben Delphi. Und aufgrund dessen ist dieser Stein gesetzt worden, der Omphalos. Um den Nabel der Welt zu markieren. Um diesen Nabel der Welt zu markieren. Ja? Das, was wir jetzt hier auf dem Bild sehen, ist nicht der originale Omphalos. Ob es den noch gibt oder wo der ist, ist eine andere Geschichte. Es gibt die Legende oder Sage, weiß ich jetzt nicht, was da das bessere Wort dafür wäre, dass der originale Omphalos ein Meteorit war. Ah. Was natürlich auch zu der Geschichte passt. Mit den Adlern. Die zwei Adler, die in der Luft fliegen und der Stein fällt dann vom Himmel und markiert den Nabel der Welt. Aber wo der sich befindet, dieser Meteorit, irgendwo wird er schon noch sein, denke ich. Das, was wir hier auf dem Foto sehen, ist der Omphalos, wie er jetzt im Museum in Delphi ausgestellt ist. Genau, das ist eine römische Kopie, also der ist auch schon sehr, sehr alt. Ja, der ist in Delphi im Museum ausgestellt, genau. Es gibt sozusagen das nicht nur einmal, es gibt mehrere von diesen Steinen, also, und das ist der halt jetzt in Delphi noch zu sehen ist. Aber die gehen zurück eben auf ein Original, dessen, wo man nicht weiß, wo es hingekommen ist. Was aber früher dort auch war, an diesem Ort, richtig? Ja, aber wirklich ganz, ganz früher. Also wie gesagt, das ist ja auch, der ist ja auch schon uralt, ne? Der ist zu Römerzeiten gemacht worden. Aber das Interessante ist ja, wie gesagt, diese Struktur, dieses Muster, was da auf diesem Stein zu sehen ist. Und ja, auf der einen Seite erinnert es an die Tibeter, ne? Was ja auch schon interessant ist, wo ist da die Connection zwischen Griechenland und Tibet. Ja. So die offizielle Lehrmeinung ist, glaube ich, dass das Bienenwaben darstellen soll. Das finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Was mir am einleuchtendsten ist, oder nicht am einleuchtendsten, aber was sich für mich richtig anfühlt, da bin ich letztens drauf gestoßen, gar nicht selber, sondern ich habe es auch nur gelesen in einer Geomantie-Zeitschrift, mhm, und zwar in einem Kommentar. Also es ging in dem Artikel an sich, ging es, glaube ich, um Geomantie. Geomantie, noch kurz, was ist Geomantie? Geomantie ist das Deuten der Erdströme, der Erdenergien, Leylines, Kraftorte, alles, was damit in Zusammenhang steht. Die Chinesen nennen es Feng Shui. Und die Deutung dessen ist die Geomantie. Ja? Und in einem Kommentar zu diesem einen Artikel hat eine Frau geantwortet, Lüdeling heißt sie, wenn ich mich recht erinnere, ist eine Geistheilerin und Autorin. Und die hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht. Und zwar, das, was auf diesem Omphalos zu sehen ist, ist ein Gitter. Ein Grid. Ein Grid. Das ist eine Gitterstruktur. Und das ist genau das, was in Delphi letzten Endes passiert ist, mit dem Zeitpunkt, wo Apollon gekommen ist und diese vorher frei fließende Erdenergie eingesperrt, geknechtet hat und in seinen Dienst gezwungen hat. Das kannst du nur mit einem Energiegitter machen. Und das ist ja auch, denke ich, nicht nur in Delphi passiert.
Das ist so unser Ursprungsdilemma, was wir hier auf dieser Erde haben, weil das spannt sich ja über die ganze Erde, egal welche Form die hat. Aber dieses Energiegitter, was über viele oder vielleicht über alle von diesen Kraftorten läuft, die wir auf der Erde haben, wo vielleicht auch Pyramiden, Steinkreise, Menhire, was auch immer mit eingebunden sind, vielleicht sogar Teil von diesem Energiegitter sind. Was dazu dient, dass die eigentlich vorhandene Energie von Mutter Erde nicht mehr frei fließt und dass sie in Knechtschaft gezwungen wurde. Und das stellt dieser Omphalos dar. Und das hat diese Frau da in dem Kommentar so wunderbar dargelegt, dass es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Genau das ist es. Das ist das, was ich schon lange vorher gefühlt habe, aber nie so hätte in Worte bringen können. Dafür bin ich ja echt dankbar, weil genau so fühlt sich das für mich an. Das ist faszinierend, weil das ist ja tatsächlich schon sind Ideen, die es ja schon länger gibt, dass diese ganzen Megalithbauten, die wir auf der Erde haben, du hast die Pyramiden angesprochen und auch das ist ja zurzeit ein heißes Thema, dass wir erkennen, oh, so Pyramidenstrukturen, wo ich mir nicht immer sicher bin bei jedem Beispiel, wie sehr die jetzt echt menschlich sind oder auch schon natürlich vorkommen und dann der Mensch die Welt ein bisschen modifiziert hat. Aber diese Pyramidenstrukturen und diese Megalithstrukturen, die haben ja wirklich um die ganze Erde so. Ja. Die kommen aus einer alten Zeit, offizielle Erklärungen, warum man diese Sachen überhaupt, diese Anlagen gebaut hat, ob es Pyramiden sind oder Dinge wie in der Bretagne, so Karnak zum Beispiel mit den Tausenden von Steinen. Ich verstehe es auch heute immer noch nicht ganz genau, aber die Erklärungen, die man da gibt, ja, das war halt Grabmal oder sowas, die greifen ja auch alle nicht. Und die Idee, dass diese Megalithstrukturen hindeuten auf gewisse Kraftorte und dann auch diese Kraftorte in einer gewissen Relation zueinander stehen, bis hin zu dass es da vielleicht darum geht, man spricht da vielleicht von tellurischen Strömen, also so Erdenergien, dass es darum geht, mit diesen, ja, ich will jetzt vielleicht nicht sofort sagen manipulieren, aber dass man mit denen arbeiten kann, die Idee gibt es ja schon ganz lange. Und in dem Rahmen ist die Idee, Delphi zu sehen, dass Delphi als so ein Premium-Ort ist, halt ein ganz wichtiger von diesen Fixpunkten. Die Griechen nannten es den Nabel der Welt. Und dass der Omphalos sozusagen dieses Control-Grid irgendwie, kann man schon sagen, steuert oder irgendwie dafür dient? Ja, es deutet darauf hin, ja. Und das ist im Grunde genommen das, was wir hier auch sehen, so. Das sind also wie sollen das sozusagen Darstellungen sein von diesen Energieströmen? Es ist auch interessant, wie die auch so manchmal so ein bisschen gezwirbelt sind. So, ja, so ähnlich genau. Werden auch eher genau so. Wie eben, was auch in Asien dargestellt, in Tibet, aber auch in Indien, Chakren und so. Das sind sozusagen, das soll sozusagen darstellen, das Netz von Energieströmen. Ja? Ein Gitter. Ein Gitter. Ja. Kein Netz. Ja. Ein Gitter. Passend zum Gott des Maßes, da geht es eben um ein Gitter. Ein Netz ist mehr oder weniger was Organisches, wenn du jetzt von einem Spinnennetz ausgehst oder so. Das wäre vielleicht die natürliche Form von Verbindung von Energiepunkten. Aber das ist eben ein Gitter, ein geschaffenes Gitter. Weil du auch nochmal gemeint hast, eben mit dem Maß, das ist auch so interessant. Apollon ist eben der Gott des Maßes. Da kommt eben auch her, Dinge wie Winkel, was wir dann wiederum in ganz anderen Zeiten als Symbole gerne sehen, bei Freimaurern zum Beispiel, Winkel. Aber es ist auch eben auch die ganze Geometrie, ist die Idee, die dahinter steckt. Und vorher haben wir schon das Wort gehabt, Geomantie, aber es gibt eben auch Geometrie. Das hat mit der Erde zu tun. In der Schule habe ich mir früher gedacht, das ist halt irgendwie so Mathe oder so. Aber es hat ja erst nicht mit Erde zu tun, die Vermessung von Erde. Das ist, was wortwörtlich Geometrie heißt. Also die Erde in ein metrisches System packen, in ein Grid packen, ein Gitter, in der Tat. Wo auch alle Abstände immer gleich sind und es nicht irgendwie frei fließt. Ja. Harmoniert das eigentlich auch, so aus deiner Einschätzung nach, mit dem, was beispielsweise Routengänger, so die mit Wünschelrouten arbeiten und Leute, die Strahlungslehre und sowas da nachhängen, die sagen ja auch, dass es so eine Art Gitter gibt, also was sie feststellen, das sagen die schon seit Jahrzehnten. Und dementsprechend musst du dann deine
dein Gebäude oder auch innerlich die Einrichtung von deinem Wohnhaus diese Gitterstruktur anpassen. Reden wir da von demselben? Ist das das? Ja, gehe ich schon davon aus, ja. Aber eben immer mit dem Ding im Hinterkopf, das ist nicht der natürliche Zustand. Das ist eben dieses geschaffene Gitter. Klar, mit dem wir momentan alle leben müssen oder halt schon seit vielen tausend Jahren leben müssen. Da gehen die Meinungen sicher auch auseinander, bestimmt auch unter Geomanten, was ist da jetzt eine gute Strömung und was nicht. Wenn man aber den Gedanken weiterspinnt, dass das nicht der natürliche Zustand ist, dann stellt sich auch die Frage, wie wäre es, wenn wir diesen natürlichen Zustand wieder hätten, wenn wir, weiß ich nicht, durch welchen Zauberstab dieses Gitter, dieses Grid auflösen könnten. Das ist ja auch was, das weißt du ja selber, das hat mich lange in Delphi sehr traurig und auch wütend gemacht. Da habe ich echt viele Tränen vergossen, das zu fühlen, dass diese Energie da ist, aber nicht frei ist. Das ist damals habe ich das eher auf diesen UNESCO-Weltkulturerbe-Zaun bezogen, meine Traurigkeit und meine Wut oder unsere Wut. Und das ist ja auch ein Spiegelbild dafür letzten Endes. Ne? Das ist auch ein Zaun, auch ein Gitter drum gemacht. Das ist die moderne Form des Grids irgendwie, das einzukesseln. Aber das geht ja eben noch viel, viel tiefer. Das ist ja auch hier mit dem Grid auch interessant, wenn unsere ganze, weil ich vorher schon bei der Geometrie war. Ich meine, wenn wir heute eine Erdkarte angucken oder einen Globus oder so, das ist überall das Grid. Ja. Längen und Breiten gerade, alles aufgeteilt. Ich meine, macht natürlich Sinn, klar, verstehe ich schon alles so, aber dieses Grid vielleicht für die heute könnte man vielleicht sagen, das ist die Matrix. Könnte man so sagen? Weil das ist so ein Begriff, mit dem viele Leute was anfangen können. Ja, wir leben in der Matrix. Was heißt das überhaupt? Ne? Wir leben halt in einem Muster, in einem Schema, wo halt gewisse Energien laufen und es halt keinen freien Fluss gibt und dementsprechend auch für den einzelnen Menschen keine freie Entfaltung von einer Natur, dass du halt das lebst, wie du bist, sondern dass auch deine Lebenskraft halt in eine gewisse Richtung gepresst wird. So sollst du leben und nicht irgendwie anders. Ja? Das ist ja im Grunde genommen, das ist die Matrix. Hm. Und hier die Idee, die uns zu Delphi und der Omphalos zeigt, ist also, dass so eine Matrix vielleicht schon richtig alt sein können. Weil in welchen Zeiten bewegen wir uns da, wenn wir da in diese mythologischen Geschichten nehmen von Apollon? Wann war das? Ja, lange vor Christus. Sehr, sehr lange davor. Also das läuft schon eine ganze Weile, das Programm, ja. Es ist heavy stuff, was wir hier reden. Das ist schon ziemlich krass, aber ich möchte noch eins auflegen. Es ist das Thema mit dem Mond. Weil in der griechischen Mythologie, die beschreiben eine Zeit, also es gibt diese Geschichten, wo sie eine Zeit beschreiben, in der es noch gar keinen Mond gab. Das nannten sie Arkadien, die arkadische Zeit. Und die wird so beschrieben als genauso wie so Es ist eine paradiesische Zeit. Der Mensch lebt voll in Einklang mit sich und mit der Erde und es gibt keine Schuld. Es ist ja ähnlich wie auch dann in der Bibel, diese Geschichte mit Paradies und so weiter. Also dieser paradiesische Zustand, das ist der arkadische Zustand, wenn du so willst. Also, und der vielleicht eben noch so in uns drin ist, da noch so ein Echo an Erinnerung, dass es das eigentlich gibt. Und dann vergleichen wir das mit dem Leben heute, das kann jeder Einzelne machen und da rebelliert eben was in unserem Herzen, weil so wie es jetzt ist, ist es eigentlich nicht gedacht. Wir sehen uns wieder nach diesem arkadischen Zustand. Und tatsächlich, in dieser arkadischen Geschichte erzählt man, dass die Zeit war, wo auf einmal ein Mond gekommen ist. Und es ist wirklich abgefahren, aber der Mond spielt da auch eine Rolle in diesem Grid, oder? Oder vielleicht. Also, ich merke schon, ich verleite dich jetzt hier zu Aussagen. So, aber du bedenkst deine Worte weise. Ja.
Ja, das ist ein schwieriges Thema mit dem Mond, Naja. ne? Wenn du mich da jetzt fragst, ich bin da auch wirklich bei Weitem noch nicht in mir drin so weit klar, dass ich das in Worte fassen könnte, weil sich das auch echt immer noch so auf einer Gefühlsebene bewegt. Vielleicht braucht es da genauso was wie bei diesem Omphalos, dass, keine Ahnung, mal ein Satz von außen kommt oder was auch immer, wo es einem dann klar wird. Aber auf der Gefühlsebene kann ich von mir aus nur sagen, ja, auch mit dem Mond haut irgendwas nicht hin. Und ja, auch der, auch wenn es jetzt vielleicht wirklich abgefahren klingt, auch der zwingt uns in ein Muster, in ein Schema, in ein Gitter. Alle Menschen, aber natürlich ganz besonders Frauen. Weil Frauen durch ihren weiblichen Zyklus und Rhythmus an den Mond gebunden sind. Und irgendwas in mir drin sagt, dass es eine Zeit gab, wo das nicht so war. Ja, das ist witzig, weil das deckt sich wiederum eben mit der Mythologie, die Ja. eben auch davon sprechen, ey, es gab dieses arkadische Zeitalter, da war der Mensch frei, das war dieser paradiesische Zustand, so alle Quellen fließen einfach, ja, und wirklich so, der Mensch hat sich keine Sorgen machen müssen, wie bekomme ich was zu essen und so, es war einfach dieses freie Leben so. Und ja, so erzählt es die Mythologie, dann kam der Mond und auf einmal wurden die Dinge anders. Und ich meine, das ist, was halt auch so daran so krass ist, es gibt ja auch jetzt wiederum heute, in unserer heutigen Zeit, viele neue, ich weiß nicht, kann man schon sagen, Erkenntnisse, aber Ideen zum Thema Mond. Ich erinnere da nur mal an den YouTube-Kanal Crow777. Crow, wie die Krähe, allerdings mit zwei R geschrieben, Crow und dann dreimal die sieben. Das ist ein YouTube-Kanal. Und das war der Typ, der vor ein paar Jahren ein Phänomen entdeckt hat, was er die Lunar Waves nennt. Und da gibt es Aufzeichnungen davon. Er hat das halt mit seinem Teleskop gefilmt oder da eben eine Kamera davor installiert. Und mittlerweile haben das wohl mehrere Leute gemacht. Und um was es da geht, bei diesen Lunar Waves, da soll nur so eine Art. Du schaust auf den Vollmond drauf, ja, und plötzlich geht über die ganze Mondoberfläche wie so eine Art Welle. Das sieht so ähnlich aus wie beim Fernsehen, wenn in so einem Testbild mal so ein Streifen mal durchgeht oder sowas. Und das hat er beim Mond entdeckt und mehrere Leute. Und ich weiß, es ist umstrittenes Material. Ich habe es jetzt selber auch noch nicht mit eigenen Augen gesehen. Aber finde ich halt einfach nur interessant, weil er dann auch, er und die ganzen und Leute, die sich damit beschäftigen, eben genau auch zu diesem Schluss kommen. Der Mond könnte vielleicht tatsächlich künstlich sein oder irgendeine künstliche Art haben und die Funktion haben, das ist eben, was die sagen, also die Lebenskraft sozusagen zu kontrollieren und dort einen Einfluss zu nehmen. Und der Haken, wo der Hebel angesetzt wird, ist eben hier bei der Frau, bei der Menstruation, was auch eine große okkulte Bedeutung hat. Und dass das so der Hebel ist, wenn du das manipulieren kannst, dadurch manipulierst du halt dann den ganzen Menschen, also auch Männer, weil das ist halt so ein Rhythmus. Genau, Und es geht ja letzten Endes auf das gleiche Prinzip zurück, den Rhythmus der Frau kontrollieren zu können, ist das gleiche wie Erdmutter Gaia kontrollieren zu können und in einen bestimmten Rhythmus reinzupressen. das ist sozusagen wirklich das Grundthema, um was es hier geht. Es ist, dass Lebensenergie, sagen wir, in einem Idealzustand einfach frei fließt, ungehemmt. Und dass dann aber irgendeine Kraft kam, die männlich aussieht, zumindest vom Geiste her, so eine rationale Kraft, und die eben einen Plan haben möchte, die also nicht möchte, dass es frei fließt, sondern wie tatsächlich so ein Fluss. Fluss fließt frei und er meandert da. Und wenn du genau guckst, dann kannst du selbst in diesen Kurvenverhalten vom Fluss kannst du wieder viel anderes sehen. Dann siehst du wieder, wie sich eine Schlange bewegt oder so. Also alles spiegelt einander wieder auf dieser Welt. Aber jetzt wird der Fluss halt kanalisiert. Wir bauen jetzt einen Kanal, wir bauen hier ein Stauwehr rein und dort befestigen wir das Ufer, sodass das Ding halt dahin fließt mit der Geschwindigkeit, wie es wir gerne hätten. Im Grunde genommen ist es sowas, oder? So dieses, jetzt gar nicht von vornherein das zerstörerisch, weil man macht die Energie nicht kaputt, sondern man erhält die schon am Leben, man erhält den Fluss am Laufen, aber nicht, er fließt nicht frei, sondern er wird kanalisiert. Ja.
Jetzt ist natürlich die große Frage so, also ich meine, das ist heavy stuff, wenn ich mir das mit dem Mond überlege, weil ich meine, der Mond war auch schon immer auch unser Freund irgendwo. Also Mond, ich Ja, meine, das ist das romantisch ist und so. Und zwiespältig und da gehen bestimmt nicht viele Leute mit so einer Aussage. Und das gerade als Frau zu sagen, ist jetzt auch nicht ohne, ne? Aber es fühlt sich halt einfach so an, ohne dass ich sagen kann, der Mond ist böse, ne? Aber ja, er scheint irgendwie Teil in diesem Spiel zu sein und vielleicht auch eine viel größere Rolle zu spielen dabei, als wir uns das denken. Weiß ich nicht, vielleicht braucht es den Mond, um dieses Gitter aufrechterhalten zu können. Ja, das ist schon ein krasses Phänomen. Ich meine, welchen Einfluss der Mond aufs Leben hat, okay, wir haben Menstruation gesprochen, aber auch der Einfluss, den sowohl Mond als auch Sonne, den überhaupt Licht auch auf unsere Psyche hat, der ist wahrscheinlich auch nicht zu unterschätzen. Ich meine, man sieht schon in der Sprache, in Englisch, wenn jemand ein bisschen spinnert ist, und weil manche jetzt glauben, wir wären so, dann ist es, dann sagt man ein Loony, Lunatic, ja, also kommt auch von Luna, so ein Mond, der Menschen sogar zur Besessenheit treiben kann, Mond anbeten, Mond anheulen und so weiter. Das scheint halt so zu sein, dass sowohl Mond als auch Sonne einen Einfluss haben auf unser inneres Geist, auf unsere geistige Welt. Auch da wieder, wie die Energien fließen, wohin unser Denken fließt, unsere kognitiven Fähigkeiten Auf auch. alle Fälle. Und ich meine, wenn wir uns die ganzen Megalithbauten angucken oder ne, diese ganzen Kraftorte, auf denen dann auch was errichtet worden ist, die stehen immer in Beziehung zur Sonne oder zum Mond zu ganz bestimmten Tagen, zu den Sonnenwenden. Was dann vielleicht auch wieder in das Bild reinpasst, was du vorhin erzählt hast, zu diesen Moonwaves, die sind ja, glaube ich, auch nur sichtbar um die Sonnenwänden herum. Ja, das ist spannend. Also da genau, da treten die gehäuft auf. Also da gibt es auch eine Beziehung zu Kalendern. Und das wiederum ist auch ein Thema, mit dem ich mich auch hier schon beschäftigt habe. Stichwort Himmelsscheibe von Nebra. So dieses, warum war es für die Leute früher so wichtig, diesen Kalender überhaupt zu haben? So dieses genau festzubestimmen, wann sind diese Kardinaltage. Sowas wichtig, weil als einfacher Bauer ist es wurscht. Ich meine, du guckst halt aufs Wetter und ah, jetzt ist der Winter vorbei, jetzt sähe ich aus oder jetzt ist die Zeit zu ernten. Das ist ja nicht jedes Jahr am selben Tag. Dieses Fixieren auf gewisse Kardinaltage, auf Kalender, dass man es das unbedingt wissen will. Vielleicht hat es damit auch zu tun, weil dieses Grid eben nicht nur räumlich ist, sondern das auch eben eine gewisse zeitliche Ja, Dimension hat, ja? ja. Wie eben diese Energien fließen. So. Und da scheint es irgendwie einen Zusammenhang zu geben. Ne? Jetzt nochmal hier Omphalos und auch Delphi. Du hast auch ein bisschen was rausgefunden, so etymologisch, wo kommen denn eigentlich diese Namen her? Omphalos Ja, weil du und es gerade Delphi. schon so betonst oder aussprichst. Das schoss mir letztens einfach so, als ich mir das Wort angeguckt habe, Omphalos, Omphalos. Also die Silbe Om, die Sanskrit-Silbe Om, kombiniert mit Phallus. Also ein Phallus-Symbol, was auch wieder auf die männliche Energie hindeutet. Und so sieht es auch aus, ich meine, das ist ein Phallus-Symbol. Ja? Ja. Das Ding ist ja, hier auf dem Foto kann man es nicht erkennen, aber in echt, wie groß ist das schon so Ja, ungefähr so, so? genau. Erinnert so im Ja. weitesten sogar an einen indischen Shiva-Lingam, ja? Der auch so ein Es bisschen. könnte, man könnte es aber auch als Ei deuten, ne? Also jetzt auf den ersten Blick finde ich nicht ganz offensichtlich fürs Phallus-Symbol, aber wenn ich mir das Wort anschaue, dann finde ich das schon erstaunlich. Ja. Und Delphi wiederum, wo kommt der Name her? Hat das irgendwas mit Delfinen zu tun? Mit den, oder? Was es mit den Delfinen zu tun hat, das habe ich bis heute nicht rausgefunden. Aber Delphi, ich weiß, das hat letztens schon mal jemand in einen Kommentar geschrieben, dass es von Delphoi kommt. Ja, kommt es. Aber es gibt eben auch das Wort Delphys und das ist der Muttermund. Und wer schon jemals in Delphi war und die Energie dort gespürt hat und dort vielleicht auch ein bisschen rumgelaufen ist, außerhalb des Zaunes. Und du kannst ja auch mal das eine Bild zeigen mit dieser
mit dem einen Eingang zur Höhle. Das jetzt nicht. Es gibt dort einfach, dieser ganze Berg ist voll mit Felsspalten und mit Höhlen, voll mit dem Muttermund, mit dem Eingang in die Erde, wo die Menschen halt schon zu allen Zeiten reingegangen sind und ihre Rituale abgehalten haben und orakelt haben. Zu allen Zeiten. Wow, das ist ja schon, nur um sich das nochmal so zusammenzuholen. Also, das Dolfoi, dieses Wort heißt Muttermund. Delphis. Delphis. Also, ja, es ist genau. Altgriechisch für Muttermund. Ja. Ja. Und wir reden ja hier von im Grunde um eine Felsspalte, die der Ort ist. Wie gesagt, die ganzen Tempel sind nur drüber gebaut, die muss man sich alle wegdenken. So. Ja. Es gibt diese Felsspalte. Das ist ja fast schon, könnte man sagen, das ist die Vagina von der Erde, eine Felsspalte. Und da kommen dann auch noch feuchte Ausdünstungen raus, die dann irgendwie berauschen und so weiter. Also, das ist ja. Das zeigt aber dann auch die Größe von diesem Ort, also diese Bedeutung von dem Ort. Ja, sehr interessant, Omphalos und Delphi. Dass es eben dann auch an diesem Ort zusammengeht. Das erinnert mich auch wiederum übrigens an, wiederum in Indien, diese Shiva-Lingam ist ja auch ein Phallus-Symbol, aber es ist eben auch Yoni, die Vagina, immer beides zusammen. Und bei den Tibetern ist es doch auch so. Mit dem Stein der Mani, ja, wo da kommen auch Yin und Yang irgendwie zusammen. Ne? Faszinierend. Also das ist aber man müsste es vielleicht noch zusammenbringen, das ist ja die Frage. Bisher ist es ja so, das Weibliche ist unten drunter und das Männliche oben drüber, aber es wirkt nicht zusammen. Genau, das ist das Ding. Also das ist eben beide Kräfte sind da, beide Kräfte braucht es und beide Kräfte stehen in so einem Spannungsverhältnis. Mhm. Aber hier in Delphi zeigt eben, wie das jetzt die letzten vielleicht Jahrtausende schon gelaufen ist, dass eben diese männliche Energie die weibliche unterdrückt und in ein Grid, ein Raster reinpresst. So. Und das ist deswegen so ein wichtiges Thema, weil wir das irgendwo auch erkennen, dass dieses Ungleichgewicht, das zeichnet sich halt auch in unserer heutigen Welt ab. Deswegen laufen viele Dinge so, wie sie laufen. Und wir Menschen wissen, dass es falsch ist. Es ist falsch, wie unsere diese ganze industrielle Landwirtschaft oder Kriege, die ganze Zinswirtschaft, all diese Dinge. Also wir reden wirklich über die Basics. Ja? Die laufen falsch, das erkennen wir. Wir wissen, dass es falsch ist. Aber wir können es nicht so einfach abstellen, weil eben eine der Ursachen ist dieses große Ungleichgewicht männlich-weiblich. Und Delphi ist einer dieser Schlüsselorte dafür. So fühlt es sich für mich auf alle Fälle an. Also ich denke jetzt nicht, dass das nur so ein rein persönliches Empfinden ist, wenn man halt zu dem Ort eine Beziehung hat und ein anderer Mensch nicht. Es fühlt sich schon so an, dafür geht es ja auch schon viel zu viele Jahre, dass das Thema wichtig ist und immer wieder kommt, dass es eine Schlüsselrolle spielt. Vielleicht auch einfach nur als Spiegelbild oder zum Erkennen dient. Es ist halt schon echt heavy stuff, ich auch für mich ja auch, weil mich haben schon immer so besondere Orte, auch kulturell, also Megalithanlagen, Pyramiden, steinzeitliche Sachen, Bretagne und so weiter. Sowas hat mich schon immer fasziniert. Aber wenn wir das mit diesem Grid sehen, dann wie gehen wir jetzt damit um? Müssen wir letzten Endes nicht diese Dinge loswerden so? Oder haben die wirklich eine Funktion, das Grid aufrechtzuerhalten? Oder sind sie einfach nur als Marker gesetzt, dass man weiß, vielleicht sind sie nur als Marker gesetzt oder nur symbolisch obendrauf. Ich glaube, das Grid oder dieses Gitter, das ist ein rein energetisches Wurscht, ob da eine Pyramide draufsteht oder nicht. Was wäre halt schon hart, weil ich, wie gesagt, ich liebe diese alten Städte. Und wenn man es dann konsequent weiterdenkt, dann wären wir schon eigentlich fast schon wieder Waffenbrüder von den von ISIS, die halt diese alten Dinge alle niederreißen, können wir eigentlich sagen, ja, hey, die machen genauso richtig, aber es fühlt sich nicht richtig an. Nee, also, das ist nein, der, nein, darum, nicht, dass ihr uns da falsch versteht. Also, ey, wir lieben ja auch solche Orte und deswegen gehen wir da auch immer wieder hin. Und, die Frage mit dem Grid, das wird halt immer mehr präsent auch bei uns. Ja, wo ist der Ausschalter, ne, dafür, für dieses Grid? Also, Shanti, lass uns mal
also jetzt auf dich kommen so, und deine Verbindung mit Delphi. So. Es waren schon immer eben Frauen, die dann eine besondere Rolle gespielt haben. Ne? Es war doch schon früher diese Pythia-Priesterin, es mussten immer Frauen sein. Ja. Warum denn eigentlich? Warum waren es Frauen? Warum konnte es nicht jeder mal machen? So? Weil es ein weiblicher Ort ist. Punkt. Also viel mehr Begründung braucht es da nicht. Aber mir fährt der auch ein. Also ist ja nicht so, dass ich da so drüber laufe und nichts spüre. So, ich merke schon auch, wow, das ist ja ein besonderer Kraftort hier. Ja. Und ich meine, was macht es mit dir? Weil, okay, du hast schon da geschildert, dass du dort warst. Boah, du spürst es körperlich, seelisch, emotional. Es bewegt dich total, es nimmt dich mit so. Was hast du denn mit Delphi zu tun? So? Wenn ich das wüsste. Grabe ich auch schon seit vielen Jahren. Aber letzten Endes kann ich mir die Graberei vielleicht auch sparen, weil es führt mich immer wieder auf den Punkt, ich bin Orakel. Und ich war es sicher auch in Delphi zu anderen Zeiten, ob zu Apollon-Zeiten oder noch weit davor, das sei dahingestellt. Aber das ist meine Verbindung zu Delphi, dass ich Orakel bin, mit oder ohne Dämpfe. Das ist auch überhaupt nicht so ausschlaggebend. Also da wird auch meiner Meinung nach viel zu viel Gewicht drauf gelegt, auch von wissenschaftlicher Seite, die da Messungen angestellt haben, um zu gucken, ob diese Ethylendämpfe da noch aufsteigen. Nein, tun sie nicht. Aber deswegen spricht das Orakel immer noch. Ja, das war ja echt erstmal unsere eigene Erfahrung dort, also bei Delphi. Also auch für mich so, okay, die Tempel, die liegen alle, sind Ruinen. Schauen wir uns an wie ein Museum. UNESCO kommt, baut auch einen Zaun drumherum, muss einen Haufen Geld zahlen, damit du dir da die alten Dinge anschauen kannst. Aber um die geht's doch alles überhaupt nicht so. Nee. Aber was gleichzeitig klar war, und das frustriert dann auch, da die überall Zäune und dann überall Wachleute, und wenn du da dich irgendwie anders verhältst, dann gleich, ja genau, so also hier faul und so, gelbe Karte, ey, du darfst hier nicht irgendwie dich falsch bewegen, bleib auf deinem Platz. Und, ja, okay, also es ist alles wirklich, du kannst dort keinen freien Fuß setzen oder jetzt irgendwie, jetzt was weiß ich, ich rede jetzt nicht von Ritualen, aber auch einfach nur in Ruhe. Nein, man kann schon in Ruhe sein, aber es kommen halt dann echte Touristenströme. Wenn du dich da irgendwie auffällig verhältst, dann kommt da sofort die Security und der teilt dir dann einen Platzverweis. Aber du selber sagst, du bist auch ein Orakel. Diese Kraft, um die es dort geht, die ist halt immer noch da. Ja. Und mit der, die ist aber auch in dir drin, ne? Ja. Und das ist, wo das dann auch ziemlich abgefahren wird. Das heißt, du bist auch, wie soll man das sagen, es ist wirklich schwierig, in Worte zu fassen, aber deine Seele, oder du bist auch so ein Archetyp, du bist so ein Delphi-Orakel, so eine Pythia. Ja. Und jetzt ist natürlich das Nächste, Wie gehst du dann in unserer modernen Welt damit um? Weil unsere moderne Welt ist ja eben voll des Grid. Also die Matrix ist ganz stark, es wird immer stärker. Und wir haben da schon an anderer Stelle so oft drüber gesprochen, wie auch immer mehr Technologie unseren Lebensrhythmus bestimmt. Und das geht jetzt weiter. Wir stehen jetzt an der Schwelle hin zu künstlichen Intelligenzen. Und das kann echt noch hier richtig, richtig heftig werden. Aber jetzt ist es ja schon so. Und ich meine, Wie gehst du damit um? Also, wie läufst du hier durch diese Welt mit dieser Orakelkraft? Wie laufe ich durch diese Welt? Ja, mal mehr, mal weniger gut, ne? Wie jeder andere auch. Und ich meine, was heißt das, du hast dieses Orakel, wenn können jetzt Leute sozusagen zu dir gehen und das Orakel befragen, wie das die Leute früher gemacht haben? Ohne dass ich das jetzt von vornherein immer mit 100%iger Sicherheit bejahen könnte, sage ich aber trotzdem ja. Das heißt, es klappt nicht bei allen Menschen und nicht bei allen Dingen, die kommen. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die zweideutige Weissagungen von sich gibt, aber Orakel sein heißt einfach Spiegel setzen, in die Seele schauen können. In die Seele schauen und den Weg sehen, die Vergangenheit sehen, die Gegenwart sehen, die Zukunft sehen und daraus dann den Spiegel setzen können.
auch auf Zugriff auf andere Ebenen haben bei anderen Menschen, dessen sie sich selber so im Alltagsbewusstsein eben nicht bewusst sind. Wow, das ist echt, echt stark, was du sagst. Und ich sage euch, Leute, wenn ich eben nicht dich wirklich gut kennen würde, da würde ich dann schon sehr, naja, das stimmt. Aber es ist so. Also du trägst diese Orakelkraft irgendwie in dir drin und du kannst diese Spiegel setzen. Vielleicht nicht bei jedermann, nicht zu jedem Augenblick, aber das ist eine Qualität, die ist dir gegeben, von wo auch immer. Ja, die trage ich scheinbar schon ziemlich lang mit mir rum, ja. Viele Leben, ja. Aber heute ist es ja auch nicht mehr ortsgebunden. Ich meine, heute leben wir in einer modernen Welt. Früher musstest du nach Delphi. Nee, ich musste jetzt auch nicht unbedingt in Delphi im Tempel auf dem Dreifuß über der Erdspalte hocken. Das ist die Gase reibst. Obwohl das nicht der schlechteste Ort ist dafür. Aber nee, das ist natürlich nicht ortsgebunden. Raum und Zeit frei, sozusagen, ja. Und so ein anderes Ding, was ja dann auch noch drinsteckt, ist, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt mit Delphi zu tun hat, aber es ist auch griechische Mythologie, ist diese Geschichte rund um Kassandra. Ja, hat nicht direkt mit Delphi aber auch diese zu tun, aber es ist miteinander verwoben. Und ja, natürlich war Kassandra eine, die so einen Spiegel gesetzt hat, ne? Und von klein auf letzten Endes vor dem Untergang von Troja gewarnt hat. Ne, das ist ja auch so der Begriff, den man so allgemein hin kennt, der Kassandra-Ruf. Ne? Und da ging es ja um die Stadt Troja und sie hat davor gewarnt, dass diese Stadt untergehen wird. Und keinen hat es interessiert. Keiner die Leute wollten es aber nicht hören, weil die hat die Geschäfte gestört. Ach, was willst du? Du bist doch Loony, weißt du? So ein bisschen Mond. Ja, ich denke, die sind wahrscheinlich auch davon ausgegangen, dass ihre Stadt sozusagen unkaputtbar ist, ne? Unzerstörbar ist und unter dem Schutz der Götter steht. Und Kassandra war sozusagen auch eine. Auch so ein Orakel-Vibe, sage ich jetzt mal, also, weil es echt Besseres einfällt. Und die hat dann in ihrer Zeit gesehen, was passiert oder was droht da. Das ist auch immer so ein Ding, also ob die Zukunft genau fix ist. Aber sie hat dieses Potenzial gesehen, diese Bedrohung und versucht, ihre Mitmenschen da aufmerksam zu machen. Und die haben aber das halt nicht hören wollen, weil die eben sagen, hey, das ist doch, die spinnt ein bisschen so. Ja. Und aber diese Archetypen, die gibt es halt heute auch wieder, oder? Das ist heute in uns Menschen auch wieder drin. So Frauen, die diese Fähigkeit haben. So. Wahrscheinlich nicht nur Frauen, das ist ja letztes Archetypen. Nee, das sind auch alle irgendwo, ich auch gerade. Nee, das ist ja in uns drin. Also in mir ist auch ein Stück Weiblichkeit natürlich drin und so weiter. Ja. Aber das kommt schon aus dieser Richtung. Ja. Und das, obwohl das Grid da ist, obwohl die Matrix drüber liegt, inkarniert das halt immer wieder, es ist immer wieder da, also auch in der heutigen Zeit. Funktioniert es trotzdem, ja. Es wäre natürlich interessant, wie wäre es denn ohne Grid, ne? Ja, das ist die große Frage. So. Was würde passieren, und wenn wir dieses Grid beenden könnten? Wäre dann totales Chaos, vor dem sich dann irgendwie dieser männliche Geist, der alles ordnen muss, der alles einen Plan braucht, würde der da... Wäre das für den schlimm? Boah, es ist Chaos, alles geht drunter und drüber, die ganze Zivilisation bricht ein. Oder wäre es ein Segen für uns Menschen? Wär dann wirklich das Leben Celebration jeden Tag? Ja? Also halt, was uns halt dann gefällt. Ja, ja, das ist die Frage. Ne? Keine Ahnung. Vielleicht bräuchtest du ja dann das Orakel überhaupt nicht mehr ohne Grid. Ich habe ja auch schon manchmal hier drüber gesprochen, über diese Ideen, dass es antikes Wissen gibt, präantikes Wissen, also das ist die Grundidee, dass es mal eine Hochkultur gab, nennen wir sie einfach Atlantis oder so, und die dann beispielsweise Ägypten so inspiriert hat oder überhaupt angeleitet hat und diese ägyptische Zivilisation aus der Taufe gehoben hat. Und da geht doch die Idee, dass es aus dieser Zeit auch noch Artefakte gibt, vielleicht technische Artefakte. Diese ganze Story dann von Ägypten mit den Israeliten nach Jerusalem und dann Babylon, Tempelritter später und so weiter. Haben wir ja schon öfter darüber gesprochen. Meinst du denn, kann man diese Dinge verweben? Glaubst du, diese technischen Artefakte,
die aus dieser ganz alten Zeit kommen, glaubst du, die haben vielleicht sogar irgendwas zu tun mit diesem Grid? Und glaubst du, ist deswegen dieser große Run über die Jahrhunderte, Jahrtausende nach diesen Artefakten, weil die so eine große Macht versprechen? Meinst du, das ist die Technologie, mit der man dieses Netz steuern kann? Es würde passen. Ob es so ist, weiß ich natürlich auch nicht, aber es würde sich ins Gesamtbild einfügen. Es würde passen, ja. Dass man gewisse Artefakte, welcher Natur auch immer die genau sind, dass man die zusammenbringen muss und dann noch am richtigen Ort. Und dass dafür wiederum mal halt diese Megalith-Strukturen dienen, um die Orte zu markieren. Ne? Weil du gewisse Dinge nur am richtigen Ort machen kannst und nur dann funktioniert es. Es bringt nichts. Es ist kein Ding, was du überall einsteckst, drückst auf den Knopf, läuft, wie jetzt so ein Fernseher oder so. Sonst Technologie, die ist im richtigen Zeitpunkt. Da kommt wieder dieses Ding mit den Kalendern und Kardinalstagen, was auch immer. Also, es ist etwas, braucht, was den richtigen Zeitpunkt braucht. Und den richtigen Ort, der wiederum dann solche Orte sind wie Delphi oder andere von diesen Kraftorten. Ja, Ja. kann sehr gut sein. Ja. So versuchen wir das jetzt irgendwie so zu verknüpfen, weil der Stuff, über den ich rede, ist dann oft auch ja, Geschichte und so weiter. Und das, was von dir kommt, als Delphi-Pythia, sage ich jetzt mal, ist ja sehr viel so von diesem inneren Wissen, hat sehr viel mit Intuition zu tun. So. Und irgendwie auch da, also mir ist das wichtig, weil ich erkenne das, ich weiß, dass es das einen Wert hat. Ich sage das immer, weil ich auch genau weiß, dass es viele Leute gibt, die verstehen das nicht so genau. Und würden dann sagen, das bringt uns gar nichts. Aber ich halte es auch für essentiell wichtig, diese beiden Quellen, also jetzt, die wir jetzt hier auch darstellen, die so zusammenzufügen. Und dann bekommen wir vielleicht wirklich ein ganzes Bild, was wirklich passiert und wie wir auch aus der Malaise wieder rauskommen, ne? Ja, sehe ich genauso. Also jetzt unabhängig von mir, aber das Gefühl habe ich schon auch, dass theoretisch oder auch praktisch ganz viel intuitives Wissen da wäre, was leider selten mit ins Boot geholt wird, ne? Gerade was die gesamte Truther-Szene anbelangt, die ist schon zum großen Teil auch echt sehr viel vom Intellekt gesteuert. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Da bräuchte es viel mehr ja, intuitives Wissen, was damit reinfließt. Erdwissen. Was du aber auch nicht machst, ist jetzt wirklich das, was man Channel nennt. Ja? Das ist was anderes als jetzt dieses innere, diesen Spiegel. Bei dir ist nicht das gleiche wie Channeln. Du bist kein Channel oder kein Nee. Medium, wo mit einer, was weiß ich, welcher Entität du dich verbindest und von der die Infos bekommst, sondern weil du hast es gemeint, wie hast du es gesagt, Erdwissen. Erdwissen, ja, cooles Erd, Wort. ja. Das ist, um was es geht. Das heißt, du bist kein Channel, sondern du hast irgendwie die Fähigkeit, Reflexionen von dem anderen, von dem Gegenüber, von der Seele irgendwie zu spüren. Du siehst es dann einfach. Ja, das genau, also da ist ein ganz großer Unterschied, ne? Und vielleicht ist das auch was, was in Delphi passiert ist, weil in dem Moment, wo Apollon gekommen ist, wurde ja angeblich Apollon gechannelt, ne? Ja, eben, Also genau. all diese Weissagungen oder die Pythia hat ja im Apollon-Tempel nur dazu gedient, um Apollons Weisheit wiederzugeben. Das ist Channeln, wenn ich Zugang zu einem anderen Wesen habe, zu einer anderen Wesenheit und das wiedergebe. Aber das finde ich auch ziemlich gruselig und würde ich auch so nie machen. Ne? Ich meine, es kann sich jeder als Apollon ausgeben oder als Erzengel Das ist das sowieso. Ding, ne? Aber wer da letzten Endes dahinter steht, dessen kannst du dir nie sicher sein. Also Channeln halte ich echt für sehr zwiespältig, sagen wir es mal so. Das ist auch wichtig, dass wir da das so differenzieren, weil ich meine, diese ganzen, ich nenne es jetzt mal New Age-Weltbilder, die uns so schon seit 100 Jahren auch prägen oder ganz viele auch von uns und dich vielleicht auch in jüngeren Jahren.
Demgegenüber sind wir auch mehr und mehr skeptisch und kritisch geworden. Ne? Ja. Aus genau dem Grund, Ja. weil diese ganze New Age-Geschichte, das wird gechannelt, aber wir wissen nicht, von wem es kommt. Und wir wissen nicht, zu welchen Zwecken. Und ob du nicht mit, du wirst ja bei den Channel, du kriegst ein paar Zuckerln so, oh, neue Erkenntnisse, vielleicht mal spirituelle Weisheiten, vielleicht sogar irgendwelche praktischen Dinge, die dein Leben verbessern können, Gesundheit, was weiß ich. Aber es könnte auch nur ein Köder sein, der uns so hingehalten wird und der uns eigentlich in eine ganz andere Richtung führt. Letztens auch weg von dem, um was es eigentlich geht. Ja. Ja, und auch da hilft einem immer wieder nur die eigene Intuition. Also mir selber geht es so und ganz vielen anderen auch. Und eigentlich sollte es jedem so gehen, wenn man auf sein eigenes Gefühl hört, dass man dann schon genau weiß, was ist gut für mich und was nicht. Und es gibt definitiv gechannelte Sachen, wo eben die inneren Alarmglocken schrillen und sagen, das ist gar nicht gut. Ne? Das hört sich vielleicht wunderschön und golden und glänzend und lichtvoll aus der fünften Dimension an, aber da steckt eine ganz andere Kraft dahinter. Ja, Ganz wichtig, ganz wichtig. das vermute ich auch. Auch da ist es meine Intuition so. Ich bin echt bei vielen Dingen, dann gehen bei mir echt die Alarmglocken los, wenn dann so gechannelt wird und irgendwelche aufgestiegenen Meister da so die Infos geben. Was für Infos sind es denn? Und wer sind diese Gruppen überhaupt? Und das ist dann die nächste Frage. Ich sag's ja immer wieder, ich glaube nicht mehr diese ganzen Geschichten von Aliens, die da in Fleisch und Blut hier sind. Aber von wo kommen denn diese Informationen, dieses Gechannelte? Und dementsprechend vielleicht dieselbe Frage, von wo kommt denn dieses Grid und diese Kontrolle, die über die Erde gelegt hat? Wessen Interesse ist das denn überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage, aber weil du gerade sagst, Kontrolle, die läuft halt auf so vielen Ebenen, auf so vielen subtilen Ebenen, so dass es immer einen Weg gibt, fast immer einen Weg gibt, dich abzufangen, ne? Auf deiner Suche nach der Wahrheit, wo dann sowas auch dazu gehört, Channeling, ne? Dass du Informationen kriegst von einer Quelle, von der du annimmst, die kommt von außerhalb des Grids sozusagen, ne? Um dir den Ausgang zu zeigen. Und sie dient aber letzten Endes nur dazu, dich genau weiter da drin zu halten. Das ist wieder diese Idee wie mit dem Gatekeeper so. Ja. Also für die Leute, die halt, weil das halt jetzt passiert, wir Menschen machen auf, das ist auch warum auch immer, aber jetzt ist so eine Zeit, ganz viele Leute entdecken da in sich solche Sachen. Und gerade wenn du jung bist und keine Erfahrung hast, dann meinst du, boah, wäre ich jetzt verrückt, drehe ich durch, wäre ich jetzt Loony? Aber wenn du, deswegen teilen wir diese Dinge, weil ich weiß, das ist jetzt auch nicht so einfach, das in der Öffentlichkeit zu machen. So. Aber wir teilen diese Dinge, um zu sagen, ja, hey, weißt du, bei uns das sind so Dinge, da muss man durch als Mensch. Also, du erwachst in dir drin, passieren so Sachen. Aber das Entscheidende ist, wie kann ich das unterscheiden? Was wird mir von außen reingepflanzt? Was wird mir so reingechannelt? Und was ist echt? Und sobald du halt aufwachst und da was läuft, dann kommt der Gatekeeper und fängt dich auf und sagt, ah, ja, hey, du hast, weißt du erkennst da Dinge. Jetzt verbinden wir dich mal mit, was weiß ich, Cryon oder sowas und da bist du jetzt dabei und dann kannst du dich die nächsten 10 Jahre bist du dann beschäftigt, dich mit Cryon irgendwie zu verbinden und 10 Jahre später denkst du dir, naja, also wirklich was Neues habe ich jetzt noch nicht gelernt. So. Also es ist auch nur letztens etwas, was dich ablenkt von dem, um was es wirklich geht. Ja? Wie so bei Ja. diesen Zwiebelschalen, da gibt es immer noch mehr Ja, so. Ja? genau. Aber wie können wir das denn dann unterscheiden, wir als Menschen oder auch gerade die Menschen, die vielleicht ähnlich wie du auch, wie soll man es nennen, also diese mediale, diese Feinfühligkeit haben. So, wie kann man das unterscheiden? Was ist jetzt originär wirklich deine innere Wahrnehmung, deine Intuition, dein Herz? Und was ist vielleicht auch wieder nur, auf welche Art auch immer, dir vorgesetzt und bestimmt schon eine Richtung, wo du hingehst? Wie können wir das unterscheiden? So? Schwierig, das zu beschreiben, aber letzten Endes über dem Apollon-Tempel in Delphi, also auch wenn ich jetzt kein Freund von diesem Apollon bin, ne? Aber am Eingang zum Apollon-Tempel Ja. standen
übrigens 3 Sprüche geschrieben. Und der erste Spruch war, erkenne dich selbst. Und je länger ich darüber nachdenke und mich mit diesem Spruch beschäftige, und das sind jetzt auch schon viele Jahre, ist das wirklich der einzige Spruch und der einzige Rat, der bleibt, den man einem anderen Menschen geben kann. Erkenne dich selbst. Ich weiß, das ist ein lebenslanger Prozess, aber im Zuge dessen passiert genau das, dass du die Unterscheidung treffen kannst. Was kommt aus mir selber? Was ist meine zutiefst eigene innere Wahrheit? Was ist Erdwissen? Und was ist von außen eingepflanzt? Mensch, erkenne dich selbst, ja. Das ist die Message und das ist der einzige Weg, auf den man andere vielleicht schicken kann. Kann ich vielleicht nochmal so aus meinem eigenen Leben das so einstreuen? Also als wir in Delphi waren und ich habe diese Inschrift gesehen und ich wusste das nicht, was das heißt. Also heute ist es so banal, wie ich da zurückschaue. Aber damals war ich jung, ich wusste gar nicht, was das heißt. Aber ich weiß genau, dass ich diese Inschrift anschaue in griechischen Buchstaben und mir gedacht, boah, was das wohl heißen mag. Und dann waren wir, glaube ich, 2 Wochen später waren wir schon in Indien. Und eben an dem Berg, von dem ich euch erzählt habe. Und ich habe euch erzählt, ganz am Anfang, ich habe da wirklich, ich war still, ich habe geschaut, was passiert. Ich wusste ja nichts. Und da sitze ich so in einem Chai-Shop, ja, und da neben mir, oder bei uns am Tisch, sitzen 2 Leute, ein Inder und ein Amerikaner. Und die unterhalten sich. Und dann plötzlich unterhalten sie sich über Delphi. Ich sage, geh mir natürlich die Ohren auf. Und dann sagt der eine so zum anderen, ja, und da ist er dann dieser bekannte Spruch, genau der, wo ich 2 Wochen vor mich noch gefragt habe, was bedeutet, das erzählt dann der eine dem anderen und sagt so, dieser berühmte Spruch mit Mensch, erkenne dich selbst. Und es war so cool. Ich habe das dann sozusagen an diesem Berg in Indien erfahren. Und tatsächlich, das ist auch die Essenz. Ich hoffe, ich habe das seinerzeit richtig rübergebracht. Aber die Essenz von dem Berg ist ja genau das. Selbsterkenntnis. Erkenne dich selbst. Permanent in den Spiegel gucken und dich selbst reflektieren so. Um zu erkennen, was deine wahre Natur ist. Und aus diesem Selbsterkenntnis, das geht Hand in Hand mit, wie ich lebe. Also, dass du halt das, was du bist, auch lebst. Dass du eben echt bist, dass du bist. Also, das ist wirklich so eine Grundweisheit. Ich glaube, da kann man sicher sein, Mensch, erkenne dich selbst und sei, wer du bist. Das ist so eine goldene Regel oder so. Ja, es gibt nichts Besseres, ja. Genau. Und das ist halt auch der Weg, der uns dann eben vielleicht frei werden lässt oder emanzipiert von denen, die von außen versuchen, immer wieder so dich in eine gewisse Richtung zu schieben, so, das heißt eben, und deine Kräfte zu nutzen. Und wenn du jetzt eben ein Mensch bist, jemand, der so wie du, Shanti, so diese Kräfte auch hat, dann ist es umso mehr, umso wichtiger, diesen Weg zu gehen, dich dazu frei zu machen, so, weil diese Kräfte, das ist genau, was eben Delphi uns lehrt, diese Kräfte werden genutzt. Ah, das ist eine interessante Kraft, die du hast. Und dann guckt man natürlich genau, dass man sich die einspannt, beziehungsweise auch versucht, dass die sich eben nicht frei entfaltet und ihrer Natur entsprechend lebt. Und deswegen ist das so elementar wichtig. Und deswegen versuchen wir das ja auch rüberzubringen, auch an diesem Beispiel Delphi, weil Delphi für uns eben wiederum dieser Spiegel war, ja. oder ist, ja. Ja, wo du das halt erkennst, ey, wer ich bin. Und oh, ja. Wow, ey, ich bin kein Loony. Also, als wir nach Indien gegangen sind, da war ich echt in einer Lebensphase, habe ich gedacht, ich drehe durch so. Aber das ist eben, wo Delphi, also solche Orte wie Delphi und auch eben Arunachala dich spiegeln und erkennen lassen, wer bist du denn eigentlich selbst? Und guck mal, all diese Dinge, die da in dir passieren, was das in dir auslöst, das ist okay. So. Vertrau dem, fließ mit dem so, ja. Und lass dir da nichts einreden, weder einreden, du bist Loony, du gehörst in die Klapse und therapiert hier irgendwelche Psychopharmaka, halt die Klappe und funktionier. Oder eben auch sich einspannen lassen in diese ganzen New Age-Schulen, diese ganzen Gatekeeper, die sich halt wegfangen, die sagen, ja, du entdeckst dich, aber hier, wir sagen dir, was du bist und meditiere hier in diese Richtung, schick deine Energie dahin, immer schön dorthin, ne? Was im Grunde uns nur wiederum von uns selbst entfernt. Ne? Oder? Ja. Das ist, wie gesagt, ich wollte es einfach nur dem kann man nichts hinzufügen, ja, das... So ist das. Und dafür dienen uns dann diese Orte wie Delphi. Dafür gehen wir hin. Das ist, ja. Und das ist das eigentliche Orakel. Es geht nicht darum, dass du nach Orakel gehst und nach den Lottozahlen fragst. Die wirst du nicht bekommen. Also es geht nicht um diese banalen Dinge. Wobei es auch, kannst du auch banal, was heißt banal? Es ist,
irdische Dinge sind auch manchmal nicht banal. Du kannst um deine Kinder fragen oder solche Sachen. Ja. Aber um was es eigentlich geht, diese Kraftorte sind ein Spiegel, ein mystischer Spiegel, der für uns Menschen da ist. Und es geht um Selbsterkenntnis und dann dementsprechend zu leben. So. Und dieses Grid abzusprengen, abzuschütteln. So. Genau, und das ist dann letzten Endes das aus der Matrix herauskommen. Und vielleicht ist es dann auch unwichtig irgendwann, ob man diesen Ausschalter findet für dieses globale Grid, wenn wir es in uns selber schaffen. Ja, in der Tat, das meine ich auch. Ja. Ja. Also in uns selbst ist der Schlüssel dazu. Ja. Und wenn da erstmal die Energien freifließen, das ist immer, wir stehen auch in Wechselwirkung. Wir sind ja Kinder der Erde, wir sind verbunden mit der Erde. Und wenn wir bei uns die Dinge frei machen, dann hilft es der Erde auch. Ja. Das ist der Weg aus der Matrix und nicht irgendeine Pille, wie es im Film dargestellt wird. For everything is a pill. Ja. Hier nimm die Pille und dann ist gut. Nee. Das wird nicht reichen. So. Ja, was meinst du, soll man auch noch vielleicht einen anderen Kraftort auch noch reinholen? Oder vielleicht Thema Malta, willst du da noch was dazu sagen? Oder wie du meinst? Oh, Malta ist natürlich immer gut, aber das würde vielleicht echt den Rahmen sprengen. Machen wir vielleicht ein andermal, ja? Ja. Würde ich auch sagen, das ist so ein großes Thema, ja. Malta, weil vielleicht sollten wir echt tatsächlich mehr von diesen besonderen Kraftorten, zu denen auch wir eine Verbindung haben. Es gibt natürlich noch viel mehr auf der Welt, das ist schon klar. Aber wir reden halt hier, wie es halt echt für uns ist. Und vielleicht könnte man da auch nochmal eine ganze Sendung draus machen, weil Malta ist sowieso ein spannendes Thema. Es ist so viel vielleicht schon so zum Antriggern für euch. Es kommt noch mehr hier bei uns. Und ja, wir haben noch ein paar Bilder. Magst du da vielleicht noch was sagen? Das war jetzt eine von diesen Höhlen, diesen Parnassgebirge. Was hatten wir hier noch? Das hat man schon. Also das ist hier ja, der Apollon-Tempel. Der Apollon-Tempel, ne? Das sieht man auch, das ist im Gebirge drin. Das ist auch schon, es geht schon auf ein paar hundert Meter Höhe so. Da unten sind dann so Olivenhaine und dahinter kommt dann irgendwo das Meer. Aber es ist halt so an diesem Parnas-Hügel. Der ist auch interessant, oder? Das ist doch ja, auch das Gebirge. Das kann man noch von denen erzählen. Ja. Mach ruhig, ja. Ach, mach du doch bitte. Nee, mach du. Na gut. Das Parnas-Gebirge, das ist auch an sich ein mythischer Ort, an dessen Hängen eben dieses Delphi liegt. In dem Parnassgebirge, das ist das Reich von Pan, die Gottheit Pan. Und Pan ist auch interessant, das ist so ähnlich, wieder nur so ähnlich. Aber es ist so vom Archetyp her so ähnlich, wie was in Indien im Pantheon Shiva ist. Also ein bisschen so ein wilder Gott, der auch ein bisschen rebellisch ist. Ne? Also nicht immer so in konform geht mit den anderen Göttern. Ja? Und in einem anderen Narrativ wird er dann aus Pan auch eben der Teufel, der Gehörnte und so weiter. Aber es ist auch gleichzeitig eben so ein Gott, der eben noch wild ist. Und wild heißt ja nichts anderes als. Gottheit, genau. Ne? Und wild heißt ja nichts anderes als eben, dass es noch nicht gezähmt ist, nicht kanalisiert ist, sondern dass es halt wild ist. Wild heißt ja nicht primitiv oder gar böse, sondern wild heißt frei, ungezähmt. Ein wilder Bach, ein wilder Fluss. Das ist eben einer, der noch kein Bett hat, was ihm reingebaut wird. Ja? Und Pan ist auch verkörpert genau das. Also, und der soll ja oben in diesem Parnassgebirge halt seine Runden drehen, oder? So war das doch. Ja, genau. Und da gibt es ja auch gleich hinter dieser Tempelanlage, gibt es ja, ich glaube, das ist sogar neben der Castalia-Quelle, oder? Der Zugang zum Reich des Pan, nicht weit davon. Und das war doch auch die Stelle, wo dieser riesige Steinbrocken damals davor lag, als wir da waren. Kannst du dich erinnern? Ja, in der Tat. Diese Quelle, auf die sollte man vielleicht noch eingehen. Das ist hier, war die früher, die Castalia? Ja, genau. Da war diese Castalia-Quelle und die Priesterin, also die Pythia, bevor sie das Orakel gesprochen hat, musste auch immer eine Waschung, eine Reinigung vornehmen da in dieser Quelle. Und das ist natürlich das Wasser, was aus dem Parnas runterkommt, aus dem Reich des Pan sozusagen, ne, da unten ankommt. Und diese Quelle gibt es ja heute noch?
Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Also das ist vielleicht jetzt nicht genau in diesem Gebäude, wo die früher war, aber es gibt auch heute noch direkt bei Delphi, so ein bisschen unterhalb, ist auch so eine Quelle, die reichlich Wasser führt. Und da waren wir auch, und es ist auch wirklich super Wasser, so Qualität 1A, also trinken, merkst du schon, wow, das ist besonderes Wasser. So. Wir haben dann ein bisschen von dem Wasser auch mitgenommen nach Indien für kleine alchemistische Experimente, aber das heißt drum. Aber da war es auch so, genau, an dieser Quelle, die heute noch da ist, für Leute, die schon mal in Delphi waren oder hinfahren, direkt dahinter geht so ein kleiner Weg in ein Tal rein. Das ist wirklich eine wilde Landschaft, zerklüftet wie überhaupt Griechenland. Aber es ist halt Berge. Und da geht so ein Tal rein. Und man sagt, das ist in dieses Tal, das ist so der Weg zu Pans Reich. Also hier fängt das an. Und das war echt so, als wir dort waren, wir wollten dann auch ein bisschen da halt noch höher wandern, ja, da in dieses Tal rein. Und es war wirklich so, das ist dann sehr verengend. Also eine Schlucht, kannst du sagen, besser als ein Tal, eine Schlucht. Und ja, da geht nur so ein kleiner Weg so rein. Ja. Und auf diesem Weg, gleich am Eingang, war so ein riesengroßer großer Felsen, der von oben halt runtergeknallt ist. Und da war dann auch so ein Schild, Weg gesperrt, Steinschlag, ist ein bisschen instabil. Und es war auch so wie, für uns kam es so an wie, ey, Pan hat keinen Bock mehr, weißt du? Ey, Pan schmeißt mit Steinen so. Ja. Weil der ist auch eben manchmal ein bisschen, der ist nicht immer nur Love and Peace, der ist auch, weißt du, der kann auch mal mit seinen Hörnern auspacken. So. Ja, da war er echt ein bisschen krantig, gell? Fand ich auch interessant, ja. Ja, also das ist wirklich ein besonderer Ort. Delphi und eben allein diese Pan- und Parnasgebirge, die zeigen eben, dass dieser Ort noch eine viel ältere Geschichte hat. Weil das, was du heute siehst, ist auch faszinierend aus kunstgeschichtlicher Sicht und so, aber es ist halt alles da schon Zivilisation, Griechenland, römisch und so. Aber hier diese Pan-Geschichten, das weist auch noch hin auf dieses archaische Griechenland, auf dieses alte, auch vielleicht eben die arkadischen Zeiten, wo eben das Leben noch frei und ungezwungen war. Und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, dass die Menschen, die heute in Delphi wohnen, das sehr wohl noch wissen und sehr wohl noch in sich tragen. Ja, richtig. Wir haben das dann auch dort, weil uns hat es echt voll geflasht. Und die Leute haben auch gesehen, was da mit uns los ist und so. Und wir haben dann auch mit Leuten gesprochen, die da in Delphi leben, die da aus Familien kommen, die ja schon ganz lange sind. Und die wussten das. Die wussten, was mit dir passiert. Das ist denen nicht fremd. Diese Dinge, die wir erzählen, das erzählen die sich dort schon die ganze Zeit. Und wir haben ja dann auch gefragt, ja, ey, was ist das hier überhaupt mit dem ganzen Zaun drumherum und UNESCO und so weiter. Und da waren die auch verzweifelt. Die haben gesagt, ey, UNESCO, die übernimmt den Ort. Und die haben sagen selber, das ist, was diese Leute halt sagen. Sie sagen selber, wir Delphi-Familien, wir sind hier eigentlich, wir haben die Aufgabe, uns um diesen Ort zu kümmern. Den zu schützen, den zu pflegen, weißt du, das ist alles Schönes dort, dass nichts passiert. Und jetzt kommt dort diese UNESCO und bestimmt alle Regeln neu. Und die Delphi-Leute, ja, die vor Ort, die profitieren davon. Ja, das Land gehört halt denen, also ist ein gutes Geschäft so. Aber sie verlieren die Hoheit über diesen Ort. Das finde ich auch total interessant. Ja, genau. Und jetzt, wenn man weiß, wer UNESCO ist, ich erinnere euch nur, Julian Huxley hat die UNESCO gegründet und der hatte eine ganz andere Agenda. So. Und da ist da nichts mehr groß mit Erbe der Menschheit, wie es dort so gefeiert wird, so als Ort des Humanismus und so weiter. Aber naja. Ja, jetzt haben wir hier noch ein Bild hier. Was hast du auf diesem Bild hier? Ja, das ist, das habe ich nur rausgesucht, so ein alter Stich, auf dem man halt sieht, wie zu Apollons Zeiten die Pythia auf einem dreibeinigen Hocker über dieser Erdspalte im Apollontempel sitzt, um zu weissagen. Also ein Bild aus Apollons Zeit sozusagen. Ja. Wie es vorher war in den wilden Zeiten. In den arkadischen Zeiten. Da haben wir nur innere Bilder davon. Und vielleicht nur noch eins, weil das mit dem Arkadien, das finde ich auch interessant, weil da kannst du auch gleich wieder so eine Connection machen in ein ganz anderes Feld. Die Kenner unter euch werden den Spruch schon mal gehört haben, et in Arcadia ego. Mhm. Das steht auf einem... Das ist ein Gemälde von Nicolas Poussin und das ist in diesem ganzen Zusammenhang von Rennes le Château. Und auf diesem Bild ist ein Hirtengrab und das ist auch wieder die Hirten, das Deutsche schon wieder auf Pan und diese alte Zeit, diese archaische Zeit, die Hirtenzeit. Und dort ist so ein
Es sind Hirten auf diesem Bild und es ist eine Art, ja, was ist das? Ein Grabmal, also ein aus Stein, so ein, sieht aus wie ein großer Sarkophag, ist aber kein Sarkophag, aber so eine Art Denkmal. Und dort steht drauf, et in Arcadia ego. Und genau dieses Denkmal, das gibt es in echt. Das gibt es in echt, das habe ich mit eigenen Augen schon gesehen. Das ist Luftlinie 4-5 Kilometer von der Rönnischer Tor weg. Und dieser Nicolas Poussin hat das auch gesehen. Und das ist wie ein Code, der dahinter steht. Et in Arcadia ego. Da gibt es ganze Bücher drum. In neuester Zeit hat das hier Dan Brown, heißt er glaube ich, Dan? Ich sage mal den Vornamen falsch, aber was? Dan Brown. Schon, diese ganzen Bücher, Illuminati und so weiter. Der bezieht sich halt auf diese Forschung. Das ist keinesfalls dem seine Fiktion, sondern das sind Forschungen, die schon lange laufen. Über diesen Code Et in Arcadia ego. Und könnte es damit was zu tun haben? Also das ist, weil da gibt es auch wieder Berührung von diesen Et in Arcadia ego, Nicolas Poussin, René Le Château, Leonardo da Vinci. Du kannst Verbindungen hinführen zu genau diesem alten Geheimwissen, Tempelritter, über das ich auch so oft spreche. Und gibt es da nicht wirklich eine Verbindung? Also eben, dass die vielleicht wussten, dass es eben dieses Grid gibt und dass es aber auch eine Zeit gab ohne dieses Grid. Die Zeit des Paradieses, wie es die Christen nennen. Und dass man dessen wusste und dass man wusste, dass man das auch vielleicht sich irgendwann davon auch wieder lösen kann. Aber auch jetzt, auf jeden Fall, solange das Grid aktiv ist, halt einen inneren Weg gehen sollte. Hm. Glaubst du, dass die Leute das wussten? Ob sie es so in der Form wussten oder geahnt haben, wie wir heute das tun, das weiß ich nicht. Vielleicht haben die da ganz andere Worte oder Bilder oder Vorstellungen gehabt, aber eine Ahnung davon auf alle Fälle. Vielleicht haben sie auch viel mehr gewusst als wir. Keine Ahnung, aber ja. Et in Arcadia ego. Mhm. Auch ich in Arcadien. Und Arcadien halt diese Zeit der Unschuld, wo es das halt noch nicht gab, wo wir halt frei leben können. Das ist nämlich das Nächste. Man könnte da so viele Dinge aufzählen. Einfach so Beispiele, wie unsere Lebensenergie kontrolliert wird. Sexualität ist das Gleiche. Das geht auch da im Paradies los hervor, aber Adam und Eva, die waren nackt, die haben einfach Freude gehabt, also Sexualität war eine von den Dingen. Aber dann kam auf einmal dann dieses Sündending, übrigens auch da wieder die Schlange, die auf einmal reinkommt, genau wie die du in deiner inneren Schau gesehen hast, die weiße Schlange von Delphi, da kommt auch wieder dieses Ding Schlange rein und auf einmal ist dann Sexualität kompliziert. Und auf einmal gibt's da kann man das nicht frei ausleben, das ist genau das Gleiche, wo eben Energie wird nicht frei ausgelebt, sondern es werden Dinge verkompliziert für uns Menschen. Ne? Das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür und hat auch vielleicht damit zu tun. Ne? Hm. Also wo wir hinschauen, sehen wir das. Hm. Und, ja. Und jetzt ist halt so eine Zeit, ich weiß nicht, vielleicht ist es naiv, aber ich spüre das immer, ich sehe das halt so. Ja? Jetzt ist eine Zeit, wo aber diese Energie sich so auch aufstaut, genau wie da bei diesem Beispiel Fluss, wenn du den Staudamm zu hoch baust, irgendwann ist der Druck zu groß und dann kannst du sein, dass du den ganzen verdammten Staudamm einreißt. So. Und das ist vielleicht jetzt, wo wir stehen. Also so, dass die Energie möchte wieder frei fließen. So. Und deswegen tauchen auch so Leute wie wir auf und diese Dinge passieren in uns. Und am Anfang fragt man sich, boah, ich werde verrückt. Aber im Zuge der Selbsterkenntnis sieht man halt, okay, das sind wir halt. Ja. Wir sind irgendwo auch die Erben von Delphi, wenn du willst. Ja. Jetzt würde ich gerne noch, dass du noch ein schönes Schlusswort sagst. Das habe ich schon so Schönes gesagt. Ey, wir sind die Erben von Delphi, aber vielleicht gehen wir noch besser hin. Ja, gibt es was zu sagen, Shanti? Was soll ich denn da draufsetzen? Eine Essenz aus dem Ganzen so. Mensch, erkenne dich selbst als Essenz. Vielleicht noch eins, weil du bist natürlich auch bescheiden und sagst es von alleine nicht, deswegen muss ich das machen. Wie kann man dich erreichen? Also kann man überhaupt das in Dienst nehmen, wenn jetzt Leute wirklich von sich spüren, hey, wow, das Orakelkraft, diese Pythia-Energie, mit der möchte ich irgendwie in Verbindung treten. Machst du das? Machst du das bei Leuten, auch die du nicht kennst, nicht jetzt nur in deinem Umfeld, sondern kann jetzt irgendjemand dich da mal drum bitten, um so eine Art Session? Vorwiegend bei Leuten, die ich nicht kenne. Vielleicht funktioniert es da sogar besser, keine Ahnung. Aber ja, na klar. Ja. Und wie können Leute dich erreichen, wenn jetzt jemand die Dienste der Pythia in Anspruch nehmen will? Die Dienste der Pythia, ja, Treffpunkt Delphi, nee. über E-Mail oder Facebook oder Skype, der Möglichkeiten gibt es viele. Das würde ich wieder so machen, dass wir das dann
in der Videobeschreibung einfach mit reinsetzen. Und so machen wir es. Wer das dringende Bedürfnis hat, der kann so sich machen gerne wir es. Entweder blenden wir es jetzt hier direkt ein oder wir hinterlassen das in der Videobeschreibung hier unter YouTube. Und ja, wer dann in Kontakt mit dir treten will, kann das versuchen. Gibt aber eben keine Garantie, weil es ist... Für nichts gibt es eine Garantie. Gibt für nichts eine Garantie. Ne? Ja. Ja. Das ist also nicht eine Dienstleistung, die man so buchen kann und dann, man weiß nicht, was da passiert. Aber meistens ist es spannend, das kann ich euch sagen. Ja. Jo, dann würde ich sagen, belassen wir es damit. Super, dass du heute gekommen bist, weil ich kann auch selber auch viel über das Thema sprechen, weil ich da auch wirklich drin hänge in diesem Delphi. Aber es ist eben genau diese weibliche Energie auch, um die es da geht, der Muttermund, der Dollfeu. Und ich meine, wenn ich jemanden wie dich kenne, der da so tief drin ist und für mich bist du das, du bist die Pythia. Und das ist kein Bullshit, sondern es ist wirklich so. Es ist halt im Selbsterkennen, wer bin ich, und dann erkennt man halt gewisse Dinge. Und das heißt auch nicht nur die Pythia, es ist also nicht nur du, sondern es gibt mehrere wie du. Also es ist halt ein Archetyp so, ja. Aber das bist du. Echt. Und ich weiß, dass es so ist. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass du auch hier den Mut gefunden hast, auch hier mit mir in den Ring zu steigen. Also ich meine, wenn wir zeigen uns in der Öffentlichkeit, und ich weiß, das sind auch Dinge, vielen Leuten, die haben ja auch kein Verständnis für sowas. Und, aber ich halte es trotzdem für wichtig, das ist der Geist der Zeit. Lass uns aufmachen, erkennen, wer wir sind und das, was wir sind, einfach auch leben, also auch nach außen zeigen. Und wer damit nicht zurechtkommt, so what? Ja, dann, ich meine, das ist auch nicht unser Bier. Aber ich danke dir wirklich, weil ich weiß, was das auch Überwindung kostet, sowas zu machen. Und ja, dass wir gemeinsam diesen Delphi-Spiegel heute mal reingeschaut haben. Ne? Ja, danke dir. Ja. Gerne. Schreibt also wieder fleißig Kommentare. Wir freuen uns wirklich, auch Shanti hier bei dieser Folge wird wirklich die Kommentare lesen. Vielleicht sogar ein bisschen fleißiger schreiben als ich. Aber wir freuen uns auf jeden Fall immer über Resonanz, über eure Unterstützung. Unterstützt uns, unterstützt Nuvisum und unterstützt alternative Medien. Unterstützt euch selbst, unterstützt das Leben. So, erkennt euch selbst, werdet frei, lebt frei. Das ist das Gebot der Zeit und das passiert auch, weil das ist was jetzt. Die Energie hat sich schon so lange aufgestaut und jetzt gibt es nur noch eins, jetzt muss sie mal wieder frei fließen. Ja. Und wollen mal gucken, dass es nicht so krass wird, wie wenn man von so einem Damm, wenn es so ein Dammbruch, da kann es natürlich Zerstörung geben, so Überschwemmung. Wollen mal gucken, dass man es relativ gut hinbekommt, aber es wird nicht anders gehen, die Energie will wieder frei fließen. Ja. In jedem Einzelnen von uns und auch auf dieser wunderschönen Erde, unserer Heimat. Ja. So sei es. So sei es. Und in diesem Sinne, ja, danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.